Okay, ich fahre eine Kurve. So. Ich habe nicht verraten. Mythenmörder, nächster Teil. Ich muss mal nachgucken, welcher Teil es ist. Hatten wir schon einige. Und das Thema von heute ist, der Mythos muss denn, so wie ich es gerade vorgemacht habe, das äußere Pedal in der Kurve immer runter. Oder was heißt immer, ist es denn besonders empfehlenswert? Genau, weil das kann euch ein Kumpel oder vielleicht auch ein Vater in die Träne mal erzählt haben. Ihr habt es mal in einem Video gesehen. Und wir wollen jetzt mal gucken, ist es wirklich so, dass das Beste so ist? Welche Vor- und Nachteile gibt es? Und welche Alternativen, dass man situationsbedingt auch reagieren kann, um halt die optimale Traktion in den Kurven zu haben. Also, was kennt ihr, wenn ihr die Gegend fahrt in der neutralen Position, oft Grundposition genannt, dann sind die Kurven waagerecht. Und wenn ihr jetzt mal ein Fahrtechnik-Training macht oder auch in vielen Videos, werdet ihr merken, da wird erstmal empfohlen, übt noch das Kurvenfahren so, dass du die Kurbeln waagerecht hast. Damit du erstmal lernst, wie funktioniert das mit dem Kurvenfahren, Körperrotation, Blickführung, Neigung des Bikes. So, dass du nicht sofort irritiert bist und immer noch daran denken musst, dass du das Pedal runternimmst. So, das sind dann quasi, was dann in den Tutorials oder in den Kursen oft erklärt wird. Dann habt ihr quasi die waagerechte Kurvenposition als Basistechnik und äußere Pedal runter als Sporttechnik. Sporttechnik in schnellen Schotterkurven und so weiter und so fort. Mehr Traktion, tieferer Schwerpunkt. Genau. Jetzt die Frage, gibt es da vielleicht noch Alternativen? Weil oft geht es darum, die Leute gucken ein Video oder machen einen Kurs und merken sich eine Sache. Und die haben oft noch nicht so die Erfahrung, dass sie sagen können, ich mache immer genau in der passenden Situation die eine Technik. Sie wollen ja auch nicht permanent beim Abfahren nachdenken, was muss ich jetzt wann wie machen. Das heißt, sie haben sich eine Sache gemerkt und das ist ganz häufig, das Pedal muss runter. Weil das bleibt einfach hängen. Und das ist dann dieser Mythos, den wir heute mal ein bisschen auflösen wollen, weil häufig hat es auch Nachteile. Wenn man das Pedal runter macht, dann kann es schnell passieren, hier habe ich jetzt gerade keine der dicken Steine, aber wenn hier mal ein dicker Stein liegt oder so, seht ihr, hier ist nicht viel Platz, dann kommt man schnell auf. Das ist ein möglicher Nachteil, wenn man jetzt eher so enge technische Kehren fährt, was auch ein Nachteil sein kann. Oft habe ich schon erlebt, gerade bei Anfängern, wenn sie die Kurbel runternehmen, machen sie das rückwärts und kommen dann ein bisschen nach hinten. Genau, das ist ein möglicher Nachteil und generell, dass sie immer das sortieren müssen. Ich muss jetzt die Kurbel runter machen und nach einer Zeit ist das automatisiert. Das heißt, egal ob es eine Anliegerkurve ist oder ein schneller Richtungswechsel oder eine Spitzkehre, die machen immer das Pedal runter, weil sie sich das so angewöhnt haben. Weil eigentlich ist es ja gut, sich was anzugewöhnen. Aber wenn das gar nicht zu der jeweiligen Kurve passt, kann das nachteilig sein. Deswegen der Mythos, Kurve, Pedal muss runter, ist auf jeden Fall nicht optimal. Wenn man eine Schotterkurve hat, eine hängende Kurve, kann das sehr hilfreich sein, das zu tun. Möchte ich euch nochmal zeigen. Ich habe auch schon ein paar Videos dazu gemacht, die verlinke ich euch unten. Und mein Tipp. Also, und zwar, es gibt auch die Möglichkeit, dass wenn ihr Beine mitdreht in der Kurve, dann wird es automatisch so sein, dass das äußere Pedal schwerer wird und das innere leichter. Das heißt, ohne dass ihr darüber nachdenken müsst, ihr haltet die Pedale, habt ihr außen mehr Traktion. Ich habe das in Videos oft schon dynamische Fußarbeit genannt, wie man es jetzt auch nennen will. Ihr werdet merken, das ist eine sehr gute Technik, die sich halt der Situation anpasst und man kann halt mit waagerechter Kurbel in die Kurve einfahren und dann, je nachdem wie sehr man seine Beine mitdreht, kann dann das, können die Kurbeln, halt, dass zum Beispiel die äußere Kurbel ein bisschen runter geht. Genau, das muss man ein bisschen mal testen, wie fühlt sich das an. Und ich bin da großer Freund von, die Beine, den ganzen Körper zu nutzen. Und dann habt ihr den Vorteil, für viele Kurven funktioniert das. Während halt diese, ich mache das Pedal immer runter Technik, bei vielen Kurven auch nicht so gut funktioniert. Ja, ich möchte es einmal vormachen und dann wisst ihr, was gemeint ist und könnt damit selber experimentieren. Also, ich nutze die Beine mit in der Kurve und automatisch geht das äußere Pedal ein bisschen tiefer. Höher. Das war
eine weitere Folge vom Mythenmörder. Wenn ihr noch Ideen habt, ich habe ein paar für weitere Episoden. Heute das Thema, muss denn das Auswetter wirklich immer runter? Ist natürlich schon eine etwas provokant gestellte Frage. Ihr wisst, was ich meine, Vorteile, Nachteile der jeweiligen Technik und dass ihr situativ die richtigen oder die passenden Techniken anwendet. Probiert's aus, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.